Diese vom staatlichen Grenzschutz der Ukraine herausgegebenen Bilder sollen den jüngsten zunehmenden Beschuss der Stadt Bachmut im Osten des Landes durch russische Truppen zeigen. Angesichts wieder verstärkter Angriffe wird die Situation der ukrainischen Streitkräfte dort immer prekärer. Staatspräsident Volodymyr Zelensky sprach mit Blick auf die Stadt im Donbass zuletzt von einer schwierigen Lage. Für mich ist das Wichtigste, dass wir unsere Soldaten nicht verlieren. Und natürlich werden die Generäle vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sich die Lage weiter zuspitzt. Und die Gefahr besteht, dass wir unsere Leute verlieren, weil sie eingekesselt werden, sagte Zelensky und spielte damit erstmals vage auf einen möglichen Rückzug an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs vom Donnerstagmorgen verstärken die russischen Streitkräfte ihre Angriffe mit der Absicht, die Stadt in der Ostukraine vollständig einzunehmen. Die Regierung in Kiew hat bislang betont, an Bachmut festhalten zu wollen. Die gleichnamige Region ist eine der letzten in der Provinz Donetsk, die noch nicht in russischer Hand sind. Die Schlacht dort gilt als eine der heftigsten seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar vergangenen Jahres.